Ja, dann willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind im vergessenen Dirsamen-Tempel und müssen hier mal die Zunge des Flüsterns nehmen. Hallo. Das wird eigentlich schon untersucht. Okay, ist nichts mehr da. War gerade verwirrt, weil es noch so klang, als ob noch ein Gegner bekämpft wird. Leichnamherz? Boah, ich muss mich gerade ein bisschen umgewöhnen. Ich habe nämlich direkt hier vor eine Runde Devil May Cry aufgenommen. Muss aufpassen, dass ich mich hier nicht irgendwo mit meiner Peitsche langhangeln will. So, wir... Moment, hier haben wir geschaut. Ging es hier noch irgendwo durch? Nee, alles klar. Also Kammer des Flüsterns ist erledigt. 2 von 6 geborgenen Überresten. Hier kommen wir zurück zum Anfang. Kamen wir hier denn noch irgendwo hin? Hier war noch was. Aber auch nur, in Anführungszeichen, die Kammer... stimmt, der hatte sich ja jemand, ja, quasi verschanzt. Ist vor irgendwas geflohen. Will anmachen, dankeschön. So. Hier steht ein Fläschchen. Können wir nichts mitmachen. Dann will ich jetzt erstmal hier gucken. Hier ist offenbar... Ah! Entdeckt Kammer der Trauer. Was zum Lesen. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 7. Sehr schön, von Varric Tethras. Edponen Brenokovic durchsuchte das Büro des Comte de Favre. Der Comte war tot. Ermordet. Während er sich bewaffnet in seinem eigenen Haus verbarrikadiert hatte. Die Zimmer der Bediensteten waren allesamt leer und den herausgerissenen Schubladen und leeren Truhen nachzuurteilen, waren sie in großer Eile fortgeschickt worden. Der Comte hatte zweifelsohne mit Schwierigkeiten gerechnet und die Schwierigkeiten hatten ihn auch gefunden. Der Comte hatte all seine Briefe aufbewahrt, Jahrzehnte der Korrespondenz, augenscheinlich sortiert nach dem Königreich der jeweiligen Verfasser, füllten seinen Schreibtisch. Edponen ging die Briefe durch und suchte nach dunkler Tinte, frischeren Seiten, nach Hinweisen darauf, dass die erst kürzlich geschrieben wurden. Dann erklang das berstende Geräusch der Vordertür, die von irgendjemandem eingetreten wurde. »Hey, my Lord Pluderhose, schwingt euren Arsch hier runter!« Javelin und Donnen rannten in die Empfangshalle. Über der zersplitterten Tür stand eine Frau, deren Augen noch heller funkelten als die Dolche in ihren Händen. »Ihr da!« fuhr sie die Gardisten an. »Wo ist dieser aufgeblasene Comte? Ich muss ein paar Worte mit ihm wechseln. Eines von ihnen wird Münzen sein, ein anderes sofort.« »Ihr redet mit der Stadtwache von Kirkwall«, fuhr Donnen sie an. »Und das hier ist ein Tatort. Identifiziert euch.« »Ihr seid also Wachen, was?« Mit einem hämischen Grinsen zwinkerte sie ihm durch die Dunkelheit zu. »Zwei Männer, die ohne Verstärkung vor der Tür im Dunkeln durch das Haus eines Adligen schleichen. Das sieht mir allerdings nach einem Tatort aus.« Edponen blieb hart. »Euer Name?« »Belladonna. Kapitänin Belladonna von der Drachenjuwel.« Sie vollführte eine ausladende Verbeugung, wobei es ihr irgendwie gelang, sie wie eine Beleidigung wirken zu lassen. »Also, wo ist dieser verdammte Comte?« »Er ist tot«, antwortete Donnen, wobei er auf ihre Reaktion achtete. »Ihr wisst nicht zufällig etwas darüber, oder?« Sie schenkte ihm ein säuerliches Lächeln. »Glaubt mir, Herzchen, ich hätte ihn bestimmt nicht getötet, bevor er mich bezahlt hat.« »Welcher Art waren eure Geschäfte mit dem Comte?« warf Javelin zu Edponens Überraschung ein. Er hatte beinahe vergessen, dass sein Partner auch anwesend war. »Es ging um die Waffenlieferung«, antwortete sie dem Rekruten mit finsterem Blick. »Er hat mich angeheuert, einige Artefakte zu überbringen. Ich liege jetzt schon seit 2 Wochen vor Anker, ohne bezahlt worden zu sein.« Dann wandte sie den Blick nach oben auf die Galerie über der Eingangshalle und rief, »Ist jemand hier? Wenn ihr diesen Plunder wollt, kommt heute Nacht zu den Docks und bezahlt mir 50 Sovereigns dafür. Ansonsten schmeiße ich ihn ins Meer.« Mit diesen Worten machte sie auf dem Absatz kehrt und ging. Aha, jetzt muss ich was trinken nach der Vorleserei.
Gut. Wo ist denn hier jetzt? Wo kann man denn hier mal was nehmen? Da! Was haltet ihr davon? Schleierfeuer. Muss ich mir ganz vorne wieder ein Schleierfeuer holen? Ich befürchte fast, ja. Hier gibt es später noch eine nette Spielerei mit den Schleierfeuern. Aber dazu dann mehr, wenn es weit ist. So, genau, hier konnten wir auch noch rein. Wobei, wollen wir jetzt erstmal hier rein? Oder kamen wir hier nicht? Ach, hier kamen wir gar nicht weiter. Ja. Stimmt. Hier kamen wir nicht weiter. Dann schauen wir uns erstmal die Kammer des irgendwas an. Ich habe den Namen vergessen. Kammer, ich weiß doch nicht. In die Kammer gehen wir. Jetzt sind wir erstmal in der Zuflucht. So, hier, warte, Kammer der Trauer, natürlich. Es ist alles so schrecklich. Ach so, wir können das nur mit dem Schleierfeuer nehmen. Die Augen der Trauer nehmen. Ach, guck mal. Hallo. Au! Lass mich dir den Todesstoß verpassen. Glaube wohl. So, das war ein Wiedergänger. Es war ein arkaner Schrecken. Wir haben nichts gesagt. Stimmt ja, Wiedergänger haben ja Schilde und sehen ein bisschen anders aus. Ich hab's gerade verwechselt. Voll die Blamage. Bergkristall Ringsamt. Okay, hier ist offenbar noch irgendwas auf der anderen Seite. Da kommen wir aber, glaube ich, noch nicht hin. Dann gucken wir uns erstmal in der Zuflucht weiter um. Hier können wir Licht machen. Naja, mehr oder weniger. Erfordert verzierter elfischer Schlüssel. Na gut. Magisch versiegelt, natürlich. Da liegt jemand. Hallo Sie, geht es Ihnen gut? Forscher im Tempel, dieser Mensch war ein Krieger und ist vielleicht seit ein paar Monaten tot. Seine Haut ist trocken und spannt über den Knochen. Anscheinend wurde er von hinten erstochen. Sein Gesichtsausdruck zeigt immer noch entsetzlichen Schrecken. Einer der Forscher aus dem Lager. Hä? Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus... Entdeckt Grüfte der Vergessenen. Oh, aufmachen. Da rechts ist ein Hebel. Ich gehe erstmal hier rein. Gut. Ah, hier ist ein Schleierfeuer, super. Schätzchen, überlass das besser mir. Hab ja schon verstanden, Wiff. Die Vergessenen, der vergessene Dirtham im Tempel. Unser Oberster, er hintergeht uns. Die honigsüßen Worte tropfen von seiner Zunge. Wir wissen um die Verzweiflung, die sie untertünchen. Wir Jünger von Dirtham kennen die Wahrheit, jetzt und schon immer. Okay. Hexenstab des Eises. Wow. Was zum Lesen? Forscher im Tempel. Mir ist einerlei, was Lord Gretchen behauptet. Letzte Nacht haben Stimmen uns im Schlaf etwas zugeflüstert. Das sind keine kindischen Ängste. Es ist dieser Ort. Lohnt es sich, nach diesem Artefakt zu suchen, wenn wir dabei die Aufmerksamkeit von Geistern auf uns lenken? Und woher wussten die Geister unsere Namen? Sie kannten persönliche Einzelheiten, Dinge, die ich lieber vergessen würde. Ich würde am liebsten verschwinden, aber dann verlöre ich den gesamten Lohn der vergangenen Monate. It's all about the money.
Warum konnte ich das hier jetzt aufschließen? Ich zieh mal am Hebel. Geh mal weg da. Ja. Ist irgendwo weit aufgegangen. Achso, ich brauche das Schleierfeuer. Also ich gehe davon aus, dass ich es, ja. Die Hände der Pein. In der Kammer der Pein. Na. Ach, da draußen. Hallo. Sind aber viele. Sind aber auch nicht stark. Aber wir haben ja eh schon festgestellt, dass wir den für den... Dass wir für den Tempel maßlos überlevelt sind. Leichnamherz. Ich sack das alles ein. Ah, elfischer verzierter Schlüssel. Zu einem der Gänge hinter dem Ritualbereich vielleicht. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wo war jetzt die Tür? Ich will erst noch mal das Schleierfeuer mitnehmen. Keine Ahnung, ob wir da vorne die Rune schon untersucht haben, die ich gerade gesehen habe. Nope. Der vergessene Diathamin-Tempel. Der Oberste verspricht Sicherheit. Ich werde unsere alten Geheimnisse bewahren, sagt er. Alles, was Tirsamen uns einst gewährte, wird sicher sein. Aber dabei will er unser Blut. Ein Opfer, dunkel und unheilig. Ein Gefängnis des Bösen, das uns ein und alles andere aussperren soll. Okay. 4 von 6 Überresten. Und die Fackel Achso, erlischt. Das ist übrigens das kleine, die kleine Spielerei mit den Fackeln. Wenn wir hier durch ja, so einen kleinen Wasserfall laufen oder wo von oben Wasser runterkommt, erlischt halt die Fackel, was ja in gewisser Weise schon Sinn macht. So, wo war jetzt die Tür? War doch, das war doch hier irgendwo, oder? War das nicht hier drin? Nope. Also die, ich meine jetzt die Tür, für die wir diese elfischen, diesen elfischen Schlüssel brauchen. Ah, hier war das. Mach auf. Hierher gelangt man mit dem Schlüssel also. Ja. Guck mal einer an. Das ist ein Hebel. Ziehen wir mal. Ja, machen hier mal auf. Ist ja schön. Cassandra, bitte einmal hier zerbashen. Oh, hier gibt es aber eine Menge zu holen. Seelenfeuerstab und ein Ghoulbart, den ich aber... den konnte ich letztes Mal schon nicht looten. Jetzt kann ich ihn looten. Also, ne, im privaten Spielstand. Wenn ich letztes Mal sage, meine ich immer meinen privaten Spielstand, den ich schon seit... Monaten nicht mehr weitergespielt haben. Okay, ich brauche eine Fackel. Ist hier hinten irgendwas? Kammer der Gleichgültigkeit. Gut. Oder auch nicht. Wir brauchen eine Fackel. Und sehen, dass hier Wasser fließt. Das heißt, hier kämen wir vermutlich mit einer Fackel nicht durch. Jetzt bin ich... Hier ist noch ein Dings. Jetzt bin ich total orientierungslos. Ich laufe in ein unerforschtes Gebiet. Oh. Kann man noch so ein Elfenrelikt aktivieren. Okay.
Das können wir mal schnell entzünden. Dann gehe ich mal wieder zurück und mache hier mal auf. Ach, hier könnte das Mosaikteil drin sein. Haben wir eins schon gefunden? Ich weiß, dass es hier drinne zwei gibt. Plündern. Also, weiß ich nicht. Der Loot. Der Loot ist nicht so toll. So, den Hebel hatten wir ja aufgemacht. Was steht hier noch? Flechtrebnessel. Und gleichen Samen erhalten. Super. Hier ist ein Schleierfeuer. Sehr gut. Vivien? Amte deines Walters. So, jetzt ist die große Frage. Hier ist noch eine Dings. Wir lassen das nicht zu. Wir lassen das nicht zu. Die Geheimnisse sind Wahnsinn in unseren Ohren, aber sie gehören uns. Der Oberste kann sie uns nicht wegnehmen. Nur Tirthaman, unser Hüter, nur er. Und wenn er uns die Geheimnisse nicht wegnimmt, gehören sie für immer uns. Das war Nummer 5 von 7. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hinkommen, ohne dass die Fackel großartig erlischt. Hier kommen wir hin. Sie werden in der Nacht kommen und uns holen. Jene, die die Worte von unseren Lippen stehlen, und unser Gott erhebt sich nicht mehr, uns zu verteidigen. Wir kratzen an den Wänden und beten für eine Dämmerung, die niemals kommen wird. Okay. So, wenn wir hier durchlaufen, dürfte die eigentlich ausgehen. Deswegen gehe ich jetzt erst noch mal hier hin. Die Ohren der Gleichgültigkeit. Hallo. Hä? So. Ach ja. So, der ist tot. Der ist auch down. Ja. Herz eines arkanen Schreckens. Das ging ja recht lässig. Oh, hier ist auch noch ein Feuer. Lad das mal auf. So, da liegt noch Loot rum. So, wo brauche ich denn das jetzt noch? Ich mach mal eins an. Hier sollte ja eigentlich nichts mehr sein. Ja, hier ist nur die kleine Kammer. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier durchlaufe, ist das Ding aus. Oder kann ich da so durchlaufen? Ja, es erlischt. Und hier in dem Raum ist nichts. Ich brauche die aber hier. Ich glaube, wir müssen dann quasi außen rum gehen. Yep. Yep, 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 yep. Okay. Hier ist kein Wasser. Also kein Wasser, das von oben kommt. Ne, Entschuldigung. So. Dann würde ich aber sagen. Okay, hier bleibt sie an. Okay. Dass wir uns die letzte Glyphe beim nächsten Mal durchlesen und uns auch auf die Suche nach den letzten Überresten machen. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.